Ein sehr, sehr langer, wunderschöner Tischtennistag nähert sich seinem Ende und auch Corona konnte uns die Freude und den Spaß an unserem Sport überhaupt nicht nehmen. Seit heute Morgen, 10 Uhr glaube ich, trage ich die Maske und ich lebe noch, ich habe es überstanden. Zugegeben, es gibt wahrscheinlich Leute, die viel unangenehmer unter der Maske leiden als ich. Aber wird sein, muss sein. Die Zuschauer haben uns gefehlt, ansonsten eigentlich kaum ein Unterschied. Viel Spaß beim Tischtennis. Und das hoffe ich, das habt ihr jetzt auch bei diesem Spiel noch, einer meiner absoluten Lieblingsakteure, Florian Blum. Modern die Fans, also nicht so wie früher. Meine einer. Schnittverteidigung. Sondern erstens einen speziellen Störbelag. Dann ein bisschen Schläger drehen. Und am Schluss noch ganz überraschend Vorhand, Widerhand angreifen. Das ist moderner Defensiv oder manches nennen sogar Allround. Tischtennissport. Ich bin mit einem anderen Allrounder aufgewachsen in den 60er, Anfang der 70er Jahre. Das waren Spieler, die zweimal Schwamm gespielt haben. Die viel von hinten gegengezogen haben, angegriffen haben. Eher weniger Unterschnittverteidigung, aber durchaus auch Block, wie auch immer. Wir sehen Florian Blum. NSU Megasolm. Ein Spiel hat er heute verloren. Das vielleicht schönste Spiel des Tages. Großartig und auch knapp. Gegen David Reitspieß. Hier tippe ich mal. Wird er nochmal gewinnen. Wichtig ist, dass wir gute Ballwechsel sehen.
Mhm.